Hey ihr Lieben, ich bin's wieder, die Eva von Evas Backparty und heute habe ich mal wieder ein richtig leckeres, herzhaftes Rezept für euch. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr so Pizzabrötchen mit einem leckeren Pizzadip herstellen könnt. Und ich finde es immer ganz toll, das auf einer Party zu servieren. Dann kann nämlich jeder sich so ein Brötchen nehmen und es eben so schön reindippen und vernaschen. Aber natürlich könnt ihr das auch total gerne mit eurer Familie zusammen machen. Wir brauchen 300 Gramm Mehl, 150 ml lauwarmes Wasser, 20 Gramm Olivenöl, 1 Teelöffel Zucker, 1 Teelöffel Salz und einen halben Würfel frische Hefe. Zuerst lassen wir unsere Hefe erstmal 10 Minuten lang gehen und dazu füllt ihr euch einfach euer Mehl in eine große Schüssel, bildet dann in der Mitte eine Mulde, wo ihr dann die Hefe hineinbröseln könnt. Damit die Hefe noch etwas Nahrung bekommt, streut ihr dann noch etwas Zucker darüber und begießt sie dann mit eurem lauwarmen Wasser. Anschließend nehmt ihr euch noch etwas Mehl vom Schüsselrand und bestreut damit eure Hefewassermischung. Zum Schluss bedeckt ihr die Schüssel noch mit einem Geschirrtuch und lasst es so 10 Minuten an einem warmen Ort gehen. Nachdem die Hefe 10 Minuten gegangen ist, hat sie jetzt oben eine richtig schöne Schaumkrone gebildet und so können wir sie jetzt weiter verarbeiten. Und dazu gebe ich einfach die restlichen Zutaten in die Schüssel und verknete es dann zu einem glatten Hefeteig. Sobald sich der Hefeteig vom Schüsselrand löst, ist er fertig und so entsteht so ein richtig schöner glatter Hefeteig, der nicht an der Arbeitsfläche anklebt. Und den müssen wir jetzt noch gut aufgehen lassen und dazu bestreiche ich ihn einfach noch mit etwas Olivenöl, damit er mir einfach nicht austrocknet. Unsere Hefeteigkugel muss jetzt noch mindestens 30 Minuten, am besten eine Stunde aufgehen und dazu lege ich ihn wieder in meine Schüssel zurück und decke ihn dann mit einem Geschirrtuch ab und lasse ihn an den warmen Ort gehen. Nachdem der Teig aufgegangen ist, hat sich die Teigmenge verdreifacht und jetzt holen wir noch aus der Schüssel und formen ihn dann zu 10 gleich große Kugeln. Um möglichst gleich große Kugeln zu erhalten, könnt ihr den Teig einfach abwiegen und danach in 10 gleich große Portionen abwiegen. Die Teigrohlinge formen wir dann noch zu einer Kugel und dazu verschließe ich sie an einem Ende und rolle sie dann auf der Arbeitsfläche hin und her. Nachdem ihr dann so richtig süße kleine Teighügelchen geformt habt, können wir die in unsere Pfanne geben. Und da ist es ganz wichtig, dass die Backofen geeignet ist bis 200 Grad. Und falls ihr keine Pfanne habt, könnt ihr natürlich gerne noch eine Auflaufform verwenden. Und meine hat hier einen Durchmesser von 28 cm. Unsere Teigkugeln lassen wir dann nochmal 30 Minuten an einem warmen Ort schön aufgehen, damit sie später richtig schön locker sind und währenddessen können wir schon mal die restlichen Sachen vorbereiten. Als nächstes bereiten wir unsere würzige Tomatensauce zu. Dazu brauchen wir 300 Gramm passierte Tomaten, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe und viele verschiedene Kräuter und Gewürze. Zuerst wird die Zwiebel und der Knoblauch geschält und anschließend klein gewürfelt. Für die Tomatensauce müssen wir jetzt zuerst unsere Zwiebeln glasig dünsten und den Knoblauch mit anbraten. Sobald die Zwiebeln glasig sind, könnt ihr die Tomaten dazugeben und lasst es dann mit den Gewürzen zusammen nochmal aufkochen, bis es anfängt einzudicken. Zum Würzen verwende ich immer etwas Salz, Pfeffer, Chilipulver, Cayennepfeffer und natürlich ein paar italienische Kräuter. Anschließend wird einfach noch mal kurz abgeschmeckt, ob noch etwas Gewürz fehlt. Sobald die Tomatensauce anfängt einzudicken, könnt ihr sie vom Herd herunternehmen und etwas abkühlen lassen. Für unseren Dip benötigen wir dann noch 200 Gramm Frischkäse, 100 Gramm Käse und Oregano. Ich verwende hier jetzt getrockneten, ihr könnt aber genauso gut frischen verwenden. Die Zutaten gebe ich jetzt einfach in eine Schüssel und verrühre sie dann miteinander. Vom Käse lasse ich aber etwas übrig, den streue ich nämlich zum Schluss noch darüber. Und welchen Käse ihr da verwendet, das bleibt ganz euch überlassen. Also ich verwende auch ganz gerne Mozzarella, aber ich habe heute den Gouda da und den verwende ich auch ganz gerne.
In der Zwischenzeit sind unsere Hefekugeln richtig schön aufgegangen. Und bevor wir da unseren Dip hineingeben, bestreichen wir die jetzt noch mit leckerer Knoblauchbutter. Dazu brauchen wir 50 Gramm geschmolzene Butter, 2 Knoblauchzehen, ein paar frische Kräuter. Ich verwende hier Basilikum und italienische Kräuter und dann noch etwas Salz. Bevor wir jetzt alle Zutaten miteinander verrühren, müssen wir noch den Knoblauch und den Basilikum klein schneiden. Den Knoblauch und die Kräuter und das Salz gebt ihr dann einfach zur Butter und verrührt es gut miteinander. Mit einem Pinsel verstreicht ihr dann die Knoblauchbutter auf den Teigkügelchen und es gibt nochmal so das gewisse Etwas, einfach nochmal so eine leckere Würze. Danach können wir noch unseren Dip in die Mitte geben und da fangen wir jetzt zuerst mit unserem Frischkäse an und danach kommt die Tomatensoße darüber. Danach kommt unsere Pfanne in den Backofen. Den habe ich auch schon vorgeheizt auf 200 Grad Ober- und Unterhitze. Und es wird ungefähr 15 bis 20 Minuten brauchen, bis der Käse schön geschmolzen ist. Ich habe die Pfanne gerade aus dem Ofen geholt und sieht sie nicht aus wie so eine leckere Pizzablume. Also ich freue mich gleich, wenn wir es essen dürfen. Deswegen mache ich es auch ganz kurz. Macht das Rezept auf jeden Fall nach, das ist super lecker. Rezept findet ihr wie immer auf meiner Webseite evasbackparty.de. Dann wünsche ich jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald. Tschüss!